Bei preiswerten Smartphones landet man irgendwann immer bei Samsungs Galaxy A-Reihe. Das neue A33 5G übertrifft nicht nur seine Vorgänger, sondern kommt auch dem Galaxy A53 5G gefährlich nahe. Und das für nur 370 Euro. Computerbild hat das Gerät getestet. Das Samsung Galaxy A33 5G wird von Gorilla Glass 5 geschützt und ist nach IP67 wasserdicht. Die Rückseite ist kein billiges Plastik, sondern ein griffiger Kunststoff, der dank seiner matten Oberfläche sehr angenehm in der Hand liegt. Dazu trägt auch der matte Rahmen bei. Die Kamera sitzt fugenlos in der Gehäuserückseite und wirft je nach Lichteinfall einen netten Schatten. Das Samsung Galaxy A33 5G besitzt ein OLED-Display mit Full-HD-Plus-Auflösung. Das Display ist scharf und kontraststark, nur die maximale Helligkeit könnte höher sein. Bei Sonnenschein muss man schon mal die Augen zukneifen. Da ist das Galaxy A53 5G bei schönem Wetter die bessere Wahl. Dank einer Bildschirmwechselfrequenz von 90 Hertz scrollt man beim A33 angenehm flüssig. Aber auch hier liegt das A53 mit 120 Hertz vorn. Das Kameramodul besitzt vier Linsen. Im Standardmodus fasst die Hauptlinse vier Bildpunkte zu einem optimierten Pixel zusammen, sodass aus dem 48-Megapixel-Sensor ein Bild mit 12 Megapixeln entsteht. Nicht selbstverständlich ist die optische Bildstabilisierung. Dazu gibt es noch eine Ultraweitwinkelkamera für Weite und eine Makrolinse für sehr nahe Schnappschüsse. Eine Hilfslinse für Tiefeninformationen unterstützt etwa beim Bokeh im Porträtmodus. Bei Tageslicht ist die Fotoqualität gerade noch gut. Das Bild wirkt etwas flach und stellenweise unscharf. Bei schlechter Beleuchtung kommen müde Farben und sichtbare Artefakte hinzu. Den Bildern der Frontkamera mangelte es an Schärfe und bei wenig Licht kam noch ein deutliches Rauschen hinzu. Die Fotoqualität bleibt also deutlich hinter der des Galaxy A53 5G zurück. Videos kann das Gerät natürlich auch. Full HD mit wahlweise 30 oder 60 Bildern pro Sekunde und in UHD mit festen 30 FPS. Im Test waren Autofokus und Bildstabilisierung okay. Allerdings ist die automatische Belichtungsanpassung äußerst träge. Bei anderen Geräten geht das in Sekundenbruchteilen. Der Exynos 8-Kern-Prozessor treibt das Galaxy A33 5G mit bis zu 2,4 GHz an. Unterstützt wird er von 6 GB RAM. Im Spielebenchmark 3DMark Wildlife kam das A33 5G auf 2259 und das A53 auf 2290 Punkte. Das ist nicht besonders atemberaubend. Handys zum Zocken schaffen da locker mal die 10.000er Grenze. Der Gerätespeicher beträgt 128 GB und ist per microSD erweiterbar, wenn man auf die Dual-SIM-Funktion verzichten möchte. Neben 5G und LTE sind Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 und NFC etwa für Google Pay an Bord. Das Galaxy A33 5G startet mit Android 12 sowie Samsungs Bedienoberfläche One UI 4.1 und bekommt 4 Jahre lang Android und 5 Jahre lang Sicherheitsupdates. Das sollte bis Android 16 reichen. Der Akku besitzt eine üppige Kapazität von 5000 mAh. Mit aktivierten 90 Hz Bildschirmwechselfrequenz schafft das A33 5G 9 Stunden und 16 Minuten. Auch hier kam das A53 mit 9 Stunden und 37 Minuten etwas weiter. Man lädt das Gerät mit 25 Watt, allerdings liegt das Netzteil wie bei Apple nicht dabei. Umweltschonende Maßnahme, Zwinkersmiley. Im Test dauerte eine komplette Ladung 1 Stunde und 27 Minuten. Kabelloses Laden gibt es nicht. Das Galaxy A33 5G ist in den Farben Pfirsich, Weiß, Blau und Schwarz erhältlich. Das Gerät gibt es nur in einer Variante für 369 Euro.
Das Galaxy A53 5G kostet in gleicher Speichergröße 449 Euro. Allerdings rücken die Marktpreise immer enger zusammen. Das Samsung Galaxy A33 5G ist ein starkes Mittelklasse-Angebot mit kompletter Ausstattung. Es ist zwar teurer als der Vorgänger, spieltechnisch aber auch in einer anderen Klasse. Zu den Highlights gehören das Display, das wasserdichte wie griffige Gehäuse und das Versprechen auf einen langen Software-Support. Allerdings ist das A33 5G nur unwesentlich günstiger als das Galaxy A53 5G bei gleicher Speicherausstattung. Und das hat eine bessere Kamera, ist einen Tick flotter, hält länger durch und hat das hellere Display. Wenn das A33 5G also nicht deutlich günstiger ist, lohnt sich der Griff zum Galaxy A53 5G.